Alles klar. Ja. Ach so, das Muster müssen wir machen. Och nö, das finde ich nicht so toll. So. Bleib du mal da und ich mach das. Alles klar. Teamwork mit dem Kommen ist ein bisschen miserabel. Wenn man jemanden kennt, könnte man jetzt sagen, könnte man jetzt miteinander reden und könnte man sagen, mach du mal das, ich mach das. Ja, super, geht doch. Irgendwie geht's dann doch. So, hier, ich mach das Dreieck, du, ja, so, super. So, hier, da müssen wir lang und okay, dann bleib ich halt hier stehen. Mach du den Mist. Gut, bleib du dann halt stehen, dann lauf ich hier runter. Ist halt nicht so, hier so da runter, nein, nicht dort. In dem Mittelpunkt da runter und hier zur Dreiecksspitze. Ja, ja, komm. Hallo. Hallöchen, hier. Bowser Junior. Wattenlappen. Naja, jetzt das Schwierige. Wir werden es verkacken, wir werden sowas von verkacken, wir werden es. Ach, verdammt. Wo laufe ich denn hin? Was mache ich denn? Katastrophales Teamworking. Na komm, hier lang, hier so, dann hier hoch, dann da lang und dann hier runter. Ja, nice, hat's doch noch geklappt. Hätte man nicht geglaubt, ich will es noch gewinnen. Ja, ich kann es halt mit niemandem zusammenspielen, ist halt, ja. Mario Partys spielen sich am besten zusammen. Zusammen mit einem echten Menschen, aber ja, ich alleine in meiner... Let's Player Bude. Da kann ich recht wenig machen. Ich kann mir ja hier schlecht einen Freund herbeizaubern. Ja, ist leider ein generelles Problem. Aber ja. Nicht weiter vertiefen. Eine 6. Boah, ich bin an meiner Glückssträhne hier. Sonst hätte nur 6en. 6en. Nein, das will ich nicht setzen. Ich will mal langsam in diese Brücke kommen. So, hier mal rüber. Ach, okay, das wird wahrscheinlich nichts. Nicht mitten drauf stehen bleibe. Gibt's doch wieder wütendes Blooper-Getue. Oh, diesmal nicht. Bleibt ruhig. Oh. Bowser Jr. ist fast da. Am nächsten Stern. Und ich setze die Item nicht ein. Runde 7 haben wir mittlerweile schon. So. 1 und 2. Ja, nicht sehr spektakulär. Jausens. Ach, Wario ist wieder da drüben. Was macht denn der da hinten? Was macht denn der auf der Insel? Eine Fly Guy-Karte? Der klaut einem irgendwas. Den Gegner klaut da irgendwas. Konnte ich nicht ganz lesen. Scheint was Schlimmes zu sein. Kugelklauber. Ah, okay. So, und dann magnetisieren und dann rein da. Achso, ich habe das Rot. Ich muss das dann zum Roten bringen. Gut, dass wir hier mal üben. Jo, und mal loslassen. Sehr nice. Okay, verstehe. Das könnte klappen. Das kriege ich hin. Die goldenen. Ich muss die goldenen einsammeln. Und zuerst bei den goldenen. Die bringen mehr.
So, hier noch ein paar einsammeln, da noch ein paar einsammeln, da ein paar mitnehmen. Eine goldene, noch eine goldene. Na komm, rüber mit dir. Na komm. Das hat viel gebracht. Na komm, meine goldene Kugel. Sehr nice. Hier noch ein paar einsacken. Die Zeit wird knapp. Ach, verdammt. Ja, sieht aber gut aus für mich. Copa gewinnt, Knochentrocken, sorry. Ist ein Copa. Totes. Knapp daneben, ist auch vorbei. So, dann holen wir uns mal unseren ersten Stern. Ja, wird diese Runde knapp. Übrige Runden 3. Ja, und dann noch die Bonussterne. Die können einem ja alles versauen. Team Wario ist in Führung. Team Knochentrocken ist Zweiter. Team Wario hat sich bisher noch gar keine Blöße gegeben. Naja, das kann man so auch nicht sagen. Welches Team wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich immer Applaus bitten? Copa, ich meine Blooper. Lucky Two? Was sucht denn der hier? Ich bin's, Lucky Two. Hallo. Team Knochentrocken wird die Partie nach einem Rückstand drehen. Ich bin mir dessen wahrscheinlich eher ziemlich sicher. Wer steht da wirklich? So Leute, hierfür erhält Team Knochentrocken folgende Belohnung. Versteckter Blockkarte. Oh, wie wertvoll. Oh, wie toll. Das bringt uns ja sehr viel. Phänomenal. Wir nähern uns dem Spielende. Und das heißt, die Zahl der Sterne, die man auf einmal bekommen kann, hat sich verdoppelt. Das kann die Partie entscheiden. Also arbeitet gut zusammen. Ja, Knochentrocken, hol dir mal die Sterne. Ah, kam ich wieder. Mit seinen bösen Feldern. Er verböset die Felder. Er macht sie noch schlimmer. Ja, Riesenpechfeld. Ich bin noch selten auf einem gelandet. Oh, Bowser. Das sind auch nicht so spektakulär. Items. Ja, nehmen wir es halt. Yay! Da gibt's ein Item oder was? Ein Stern! Neues! Na, das finde ich super. Dann gehen wir wohl in Führung mit 3 Sternen. Jetzt noch nicht, also jetzt noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Aber jetzt führen wir erstmal. Und Bowser Jr. ist ganz dicht dran an den nächsten 2 Sternen. Nice, das Blatt hat sich gewendet. Ja, das kann man so sagen. Dann würfeln wir mal. So, ja, der sieht schon, er ist schon ganz dicht dran, wenn er es jetzt nicht vergeigt. Jetzt kommen 6. Boah, meine Goldsträhne hier, es ist meine Glückssträhne, nicht Goldsträhne. Das ist unglaublich. Okay. Bowser Jr. hat es verkackt. Ist dran vorbeigerannt. Aber gut. Muss ja noch nichts heißen. So. Ich hier links. Besonders eigenes. Komischer Ort. Vielleicht könnte man mit einem Werkzeug etwas verbessern. Ein Werkzeug? Was willst du für ein Werkzeug? Was hat der da gemacht? Der ist da im Viereck gelaufen und ist da nur auf dem Feld gelandet? Ist da nicht auf der Stern? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Koms manchmal nicht. Ist ein bisschen ulkig. So, was bringt denn diese Karte jetzt hier? Fly Guy. Jetzt bin ich aber gespannt. Das gab's ja noch nicht. Ach du Schande. Ach so, ein Item. Ich wollte gerade sagen, transportiert er mich jetzt zu Mario und Mario zu mir. Das wäre fies gewesen. Aber gut. Solche fiesen Items gibt es hier nicht mehr. In diesem Spiel. Gab's, glaube ich, wirklich mal eine Mario Party. Mario Party DS gab es, glaube ich, solche Spielregeln. Solche fiesen Karten. Da gibt es noch Münzen für ein Waluigi. So. Sollen sie haben. Wir haben 80 Münzen. Das wird reichen für 2 oder 3 Sterne. So. Wir rennen im Kreis. Ach, da holt sich Bowser mit dazu. Von mir aus.
besonderes eigenes Werkzeug. Ja, was für ein Werkzeug haben wir keins. Nächstes Mini-Spiel. Dieses Land soll mein sein. Aha. Okay. Wer das größte hat, oder was? Joa, super. Seltsamer Name für dieses Spiel, aber jo. Das ist das größte, meins. Glaube ich zumindest. Oh, Bowser Junior, das war das Beste. Oh gut. Auch nicht schlecht. Na. Okay, diesmal war ich der Beste. Ja, nee. Doch, das nehme ich. Oh nein. Punkt fürs gegnerische Team. Na, das hier. Aber unbedingt. Na. Jau. Und Knochentrocken Big. Oh. Gewinnt noch nicht. Nee, das will ich. Sieht am größten aus. Na. Sieht vielleicht nicht so aus. Oha. Aber trotzdem, Knochentrocken gewinnt. Mega nice. Team Knochentrocken hat gewonnen. Dieses Minispiel. Jau. So, 88 Punkte. 88 Münzen. 88 Münzen. Ja. Eine seltsame Zahl. Ja, jetzt, Bowser Junior, kriegst du mal hin. Du stehst direkt vor dem Feld. Und ich schon wieder eine 6, das gibt's doch nicht. So viele 6en, die ich hier würfle. Ein Pasch. Oha. 15, 12. Na komm. Jetzt bin ich aber gespannt. Kriegt das hin? Sieht so aus, als hätte das hingekriegt. Ein Komm, der mal was schafft. Oh, ich kann es auch schaffen. Oder nicht? Ja, unter Umständen. Unterwegs noch ein Feld aufbüßen. Kriegen wir das irgendwie hin? Ja, ein Feld wird schwierig. Aha. Ich weiß auch nicht. Und dann halt so. Ist ja auch wurscht. Solange Bowser Junior drauf landet und die 2 Sterne abholt, kann ich nur daneben stehen. Na komm. Hat er geschafft. So, hol dir die 2 Sterne. Sehr nice. Kurz vorm Spielende. Schnapp sie dir. So. Nice. Minus 20. Ach ja. Safe. Haben wir auch noch genug Münzen. Sterne erhält dann 2. Nice. Und damit hätten wir jetzt 3. 3 gegen 1. Ja. Damit können die Bonussterne uns jetzt, glaube ich, auch nichts mehr anhaben. Naja, okay, eine Möglichkeit besteht noch, dass die sich jetzt noch 2 Sterne holen. Ja, die Bonussterne sind eine Sache. Naja. Okay, da war doch der Wario gerade unterwegs. Hm? Jo, da unten ist er doch. Ach du Schande. Große Gefahr. Da haben die auch gleich 3er. Oha. Da wird es dann doch noch spannend mit den Bonussternen. Die können dann alles entscheiden, die Bonussterne. Und das ist ja wohl Blödsinn. Für die Sachen, die es dort gibt. Und Wario holt sich 2 Sterne. Oder hat er kein Geld dafür? Nein, für 2 reicht es nicht. Einen kriegt er. Ja gut.
kann trotzdem für die Bonussterne noch einiges bedeuten, aber zumindest führen wir noch. Und weil die kein Geld haben, jau, die reichen wieder. Die den Armen nichts gönnen. Tja, wie im echten Leben, so auch im Spiel. Team Wario macht's Druck. Ja, sollen sie mal machen. Ein neuer Verbündeter. Ein Item. Eine Warpbox. Eine Warpbox in die Itembox. So. Toilette. Wo gehst du hin? Da hinüber auf die Ananas. Okay, ja, da kommen wir wahrscheinlich beide nicht mehr wirklich hin. Glänzende Sterne. Minispiel, ist das schon das letzte oder kommt da noch was? Ziehen und zerren. Oh. Seil ziehen, Tau ziehen. Und wer die meisten Verbündeten hat. Na komm. Zieh! Oder wer am besten ziehen kann. Na komm. Wir haben die wenigsten Verbündeten, aber komm, na komm. Schon alle, schon fertig. Nicht aufgeben. Unentschieden. Oder was? Ach, verdammt. Wir gewinnen. Hoffentlich nicht zu viele Münzen. Nur 2 Münzen. Na? Plus 8. Naja, von mir aus. Wir führen immer noch und haben immer noch die meisten Punkte. Die meisten Münzen. Ich rede die ganze Zeit von Münzen. Letzte Runde. Runde 10. Jau, auf geht's. Team Knautrocken ist zuerst dran und würfelt. Jetzt bitte meine Glückssträhne nicht unterbrechen. Na komm. Jau, was für eine Glückssträhne. Einmal eine 1 gewürfelt und die ganze andere Zeit eine 6. Na gut, gibt auch wenig andere Punkte. Ja. Es wird ein bisschen kniffliger. Ich will mit zurück. Naja, zumindest in die Nähe. Ja, immerhin. So ein bisschen durch die Gegend wandern hier. Ein paar komische Spuren ziehen. Zu Ananas kommen wir sowieso jetzt nicht. In der letzten Runde wird ein bisschen knapp. Ich hoffe, das gegnerische Team tut es nicht auch. Waluigi und Wario. Oh, Wario ist ziemlich nah dran. Und auch Waluigi kann es schaffen. Dann wird noch spannend in der letzten Runde. Vom letzten Minispiel. Minus 3. Oha. Ein 1er Pasch. 5 und 3. Naja, gut. Wir schaffen jetzt nichts mehr. Das wird jetzt zu direkt nichts mehr. Aber ja. Oh, uns geht geklaut. Banausen. Jupp. Ein Item. Davon haben die doch schon genug. Teleportiert dich in die Nähe des Teampartners. Warum setzen die das nicht mal ein? So, letztes Minispiel, wie es ausschaut. Rache ist süß. Ich schon fast gewonnen. Kuchenschlacht. Ja, nice. Das ist doch cool. Machen wir. Machen wir. Was soll ich sonst machen? Das Minispiel ablehnen oder was? Na komm. Zack. Lass dich nicht so treffen. Oha. Ausweichen. Na, verdammt. Na komm. Ach, oh, scheiße. Ich treffe nicht so gut. Na komm. 7 zu 9, ach du Scheiße, wir müssen aufholen. Wir müssen ordentlich aufholen. Daneben. Au Kacke. 14 zu 12, ach du Schande. Zum Ende nochmal das gegnerische Team gewinnen lassen. Naja. Wir kriegen wohl den Minispielbonus. Anruf auf dem Handy. Warum rufen mich immer Leute während meiner Aufnahme an? Na gut, damit ist auch die Arbeit erledigt. Zeit ist es für eine Runde Schwimmen.
Wer hat's denn nun gewonnen? Ich selbst bin auch schon ganz gespannt. Die Bonussterne. Also dann gehen wir mal durch, wer so sich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Münzenbonus. Den könnten wir durchaus kriegen. Na, der könnte nett für uns sein. Knochen trocken. Ja, nice. Damit haben wir, glaube ich, 4. 4 Sterne. Der nächste Trödelbonus. Obwohl, das könnte ein Punkt für Wario sein. Na? Wario, ja, habe ich doch gesagt. Habe ich gut voraussehen können. So, wer hat jetzt gewonnen? Wir wahrscheinlich, oder? Na? Aufgrund der herausragenden Zusammenarbeit geht der Sieg an. Team Knochen trocken. Ja, nice. Nächstes Spielbrett geschafft. Nächstes Spielbrett gewonnen. Glückwunsch, Team Knochen trocken gewinnt gegen Team Wario. Und geht siegreich aus diesem Spielbrett hervor. Ja, supi. So muss das doch sein. So muss mein Spielbrett in Super Mario Party beenden. Na, dann sage ich mal, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sind, seid. Und ja, kein weiteres Video mit dem Zwergfürst. Mit dem Zwergfürst. Meinen Namen richtig aussprechen können. Das wäre auch eine Kunst. Ja, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst ihr ein Abo da. Ihr habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Oder im nächsten Part von Super Mario Party. Ja. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Jo. Vertragte Kapseln ist jetzt in Partnerparty verfügbar. Wissen wir, was wir im nächsten Part machen. Ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.